Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 4. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ach nee, doch nicht. Da oben ist noch ein Gelege. Wir haben letztes Mal diese Festung hier eingenommen. Zumindest... Oh Gott, der ist tot. Schade. Schade, schade. Oh, jetzt bin ich wieder überladen. Ich habe eben extra Zeug weggeworfen. Warte mal. Das ist schlimm, ne? Mit mir und dem überladen sein. Weg mit dem Tisch. Oh. Nee, die Kralle behalte ich mal. Davon brauche ich vielleicht ein paar. Es ist doch noch schwer, ein Ölkanister. Nö, ich brauche Öl. Okay, gute Arbeit, Leute. Aber wir sind noch nicht fertig hier. Der General und ich... Ja, ja, der General und ich, wir haben immer noch was zu tun. Aktiviere den Radiosender. Das machen wir gleich. Super, wir haben es doch. Ah, ich werf die nicht weg. Was ist denn hier noch schwer? Schaltkreise. Ne, von denen brauche ich, glaube ich, auch wieder welche. Komm, schmeiß mal die weg jetzt. Ist egal. Wir haben es geschafft, Preston. Das vorgehört uns. Ist zwar ein bisschen bröckelig hier alles, aber mein Gott. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Burg zurückzuerobern. Oh, warte. Ich muss erstmal das Ding aktivieren. Hey, Pistolen und Patronen. Schusswaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Oh, da ist noch einer. Schade. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sieh mal, was du machen kannst. Ich sehe mich mal um, was sonst noch hier übrig ist. So, warte mal. Erstmal kurz die Quests für die Freiheit. Aktiviere den Radiosender. Ja gut, habe ich doch. Sobald ich das einschalte... sind wir bereit zum Senden. Muss ich irgendwo Strom? Achso, ich muss erstmal Strom bauen. Ah, alles klar. So. Energie, Generatoren und ein kleiner Generator dürfte ja ausreichen, oder? Ja, 10 braucht der. Oh Mann. Kann ich den ja wieder lagern? Generatoren... 10. Großer Generator. So, jetzt aber. Scheint funktionsfähig zu sein. Sehr schön. Preston hat das geliebt. Oh ja. Er liebt es. Hallo. Wow. Wir haben es wirklich geschafft. Ich habe so lange zusehen müssen, wie es mit dem Minuteman bergab ging. Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt müssen wir zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Wir müssen das Commonwealth einen und dieses Mal muss es halten. Also dann, zurück an die Arbeit. Doch jetzt, da Radio Freedom sendet, können wir überall und jederzeit die Leute warnen. Was mir dabei gerade einfällt, ich habe noch was, um das du dich da kümmern könntest. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Ten Pines Bluff, die habe ich doch verloren, weil ich da nichts gemacht habe. Naja, mein Gott. Cool, da gehört uns jetzt die Festung. Was spricht mit Preston? Immer noch? Hey, Preston! Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Eine Gruppe Ghule hat sich in der Nähe einer Siedlung eingenistet. Die Leute könnten unsere Hilfe brauchen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen. Also sieh mal, was du tun kannst. Okay. Warte mal, kann ich hier keine Werkbank hinbauen? Guck ich mal ganz kurz. Ah ne, ihr müsst ja eine... Warte mal, ihr müsst ja eine Werkbank geben sogar. Was ist das denn? Ein Energiepylon. Wir gucken mal. Irgendwo hier muss ja eine Werkbank sein. Oh, da liegt noch der Raketenwerfer. Yo. Diese kleinen Mistviecher, haben die was dabei, ne? Ein Verkaufsstand für Camps. So, so. Oh, da sind ja immer noch welche. Meine Güte. Meine Güte.
Ach, ein Kochherd. Oh, guck mal, jetzt kann ich bestimmt ganz viele Eier machen. Mal Fleisch. Oh, geil, guck mal. Ah, na gut. Oh, 2 Ausdauer für 1 Stunde. Ja, geil. Jetzt kann ich aber wieder schnell laufen, ne? Nee, leider nicht. Das ist schwerer als das. Na, trink. Ach Mann, ist das doof. Und da ist noch ein Magazin. Nee, das ist ein Ofenhandschuh. Ich dachte, das ist ein Magazin. Ich würde sagen, wir nehmen mal was, was meine Tragekapazität erhöht. Und dann gehe ich mal ganz schnell zurück nach Sanctuary. Ich habe mittlerweile nur noch gutes Futter hier irgendwie. Oh, Tragekapazität, das meine ich. Guck, und jetzt kann ich schnell rennen. Juhu! Wir gehen zurück. Sanctuary. Ah, schön hier, ne? Aber irgendwie habe ich zu wenig Leute, kann das sein? Das sind viel weniger Leute jetzt. Guck mal, es sind... Moral? Ist doch gut. Ach, jetzt sind 7. Eben waren es 5, als ich drauf gezeigt habe. Naja. Oh nein, jetzt habe ich mir alles rausgenommen, ne? Kann ich da was... Oh, Napalm-Tank. Aha. Überlegener Schaden. Verlängerter Lauf. Was bringt das? Reichweite erhöht. Naja. Riesiger Treibgastank. Kleber brauche ich mal wieder. Verdampfungsdüse. Überlegener Schaden über unterlegene Reichweite. Ja. Na gut. Das nennen wir dann Burn, Baby. Ups. Burn. Burn, Baby, Burn. Naja, ich bin ein bisschen einfallslos, ich weiß. So, das würde ich sagen, verwerten. Was? Da gibt es nur Plastik und Schrauben. Schade. Ich habe gedacht, da gibt es was Besseres für. Okay. Was wiegt denn? 23! Was zur Hölle? Die würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gerne. Hm. 50 mehr Schaden gegen Ghule. Ich mag das andere mit Brandschaden mehr. Hey Mama! Mama Cass, wo bist du? Die ist weg. Immer auf. Raus. Das. Ja, ich möchte abbrechen. Manchmal hängt sich hier leider auch auf in diesem Bildschirm. Oh, guck mal. Hab immer noch viel zu viel Gewicht dabei. Mein Diverses? Nö. Hm. Das wiegt alles nicht so viel. Was, von was habe ich denn so viel dabei, was so viel wiegt gerade? Ach, Kleidung habe ich auch noch ein bisschen. Des Safe-Knackers, bla bla bla. Ne, da war mein Power-Armor drin. Hm. Ja, das hier hält einfach mehr aus, die robuste Lederrüstung. Als das Safe-Knacker-Ding. So, und jetzt? Ich habe immer noch viel zu viel Gewicht dabei. Boah. Das ist wahrscheinlich alles mein Burn, Baby, Burn. Das mache ich aber mal auf die 6. Mal testen, Flammenwerfer. Wo ist denn die alte jetzt hin? Sag mal. Hey, Alte. Oh, sind schon wieder Sachen nachgebracht. Scheint wirklich was zu werden. Sehr geil. Mutabeere. Es wächst echt nicht so gut hier, ne? Könnte mal ein bisschen besser wachsen, meiner Meinung nach. So, was haben wir denn? Flaschenkürbis? Nope. Karotte. Ne, brauche ich auch nicht so viele. Klingenkorn. Aha. Guck mal an. Habe ich das erste Klingenkorn gebaut. Mais. Mais brauchen wir immer. Und das Schöne ist, die kann man so richtig gut beieinander stellen hier. Melone habe ich schon genug. Mutabeeren. Brauche ich mehr. So. Tato. Immer mehr Tato, genau. Tato wahrscheinlich. Tomato.
Manchmal muss man die so ein bisschen millimeterweise anpassen hier, dass die richtig zusammenstehen. Ich finde es da nämlich einfach hübscher. So. Das war's. Ja, ich muss auf jeden Fall mehr anbauen. Nein. Denn je mehr von dem Zeug hier steht, desto besser kann ich das später wieder neu anbauen. Und ihr wisst schon, je mehr, desto mehr, desto mehr, desto mehr. Und irgendwann habe ich so viel Kleber, dann weiß ich gar nicht mehr, wohin damit. So, guck mal, jetzt haben wir noch mehr Mais. Baby, Baby, es gibt Mais. So, 12 Mais haben wir. Sehr schön. Sehr schön. Und wisst ihr, was das Gute ist? Ich habe gemerkt, man kann die ganzen Sachen auch in die Werkbank einlagern quasi und bekommt dann immer wieder die Materialien gestellt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier an die Kochstelle gehe in Sanctuary. Das ist voll gut. So spare ich Platz und habe trotzdem immer alles, was ich gerade bauen will oder kochen will oder wie auch immer. Ja, komm, das überlappt sich jetzt halt ein bisschen. Der Mais, den kann ich gar nicht so richtig hinpflanzen, du. Na, ich will nicht so weit da runterstellen. Sieht ja nicht so hübsch aus. Aber hier zum Beispiel. Da. Na komm, Baby, ich will Mais. Warum kann ich die hier so dicht stellen und dann auf einmal wieder gar nicht? Das verstehe ich nicht. Muss da irgendwo was... Ach man, ist egal. So. Guck mal jetzt hier. Zack. Jetzt gehe ich hin. Transfer. Hilfsmittel. Da packe ich jetzt mal alles rein. Blutpakete. Das da. Gekocht ist schon. Geröstet. Karotte. Maubusrattenhappen. So, das kann ich jetzt alles hier wunderbar reinlegen. Oh. Guck mal da. Malak Omelette. Oh, geil. 50 AP gibt das. Das ist cool. Das wiegt eine ganze Menge, ne? Naja. Kakerlakenfleisch. Das ist kein Steak. Guck mal, was hier alles gibt, ne? So, und jetzt zeige ich euch das. Guck, jetzt habe ich das hier drin. Da. Sehe ich zum Beispiel das aufbereitete Wasser, obwohl ich es gar nicht bei mir trage. Ist es da drin. Schön, ne? Wollte ich euch nur mal zeigen. Also es macht schon Sinn, hier alles wirklich... Hoppala. Nein. Nein, nein, nein. Nein. So. Macht schon Sinn, hier alles wirklich zu verbauen und pipapo. So, was haben wir denn noch? Ja, was haben wir noch an Quests, ist die Frage. Gehen wir mal ins Journal. Sprich mit den Siedlern von Somerville Place. Ist denn das? Da unten, ne? Oh Gott, das ist wieder am Arsch der Heide, du. Ja, natürlich. Ich gehe da vom Milton General Hospital runter. So. Ich werde auch bald mal die Hauptquest weitermachen. Oh Gott. Oh nein. Was das? Oh, Kacke. Wow! Wollte ich gar nicht. Oh Gott. Ihr Kackviecher. Hallo, ihr Strength. Kackbratze. Nicht fair.
Boah. Ja, Scheißkerle, du. Wie nöd. Wo ist denn der Typ hin? Ach, der ist tot. Na dann, was ist hier denn schon wieder? Was haben die hier schon wieder gemacht? Oh, da liegt ein Kopf. Ja. Wow. Supermutanten und ihre Späße. Was zur Hölle? Fragezeichen. Warum denn? Okay. Ich war nicht aufmerksam. Was? Ah! Fred Kakerlaken. Verstrahlte. Ach, zur Hölle mit euch. Und eine kleine Kaki. Die einfach nicht stirbt. Krasse Sache. Was ist denn hier los? Das ist... Achte jetzt mal mehr auf Fallen auf dem Boden, du. Oh Gott. Das ist creepy. Ist das creepy? 1, 2, 3, 4. Ach, das ist ein Rätsel. Guck mal, ich hab's gleich gelöst. Was zur Hölle hier ist so ein... Ich komme mal vor wie beim Riddler hier. Bäh. Oh nein. Oha. Was passiert hier? Alles klar. Ich gehe da gleich noch mal hin. Diese blöden Affen. Ich hasse diese blöden Affen. Ein Weihnachtsbaum. Der schönste Weihnachtsbaum der Welt. Mit einem Kopf oben drauf. Das ist so übel, ne? Das ist so übel. Lass noch mal ganz kurz zurückgehen. Aber voll lustig! Also, es ist ganz im Sinne des Fallout-Humors. Oh Gott. Hier strahlt es alles ein bisschen. Alles gut. Bin gleich wieder weg. Wow. Ich hätte ja meinen Strahlenschutzanzug, aber jetzt... Naja, Gott. Auch nicht so schlimm. Ich habe ja noch ein paar Mutantenhundeviecher. Mutantenhundekeulen, die heilen mich von der Strahlung. Ist das geil. Sonst nichts, was mich von der Strahlung heilt. Ich meine... Hm. Na, viel ist es ja nicht. Warte mal. Hey, alles weg. Super. Fiese Sache, das hier mit den ganzen Fallen, du. Oh, das sind überall Granatenbouquets, guck mal. Welche vergessen hier?
Ich sehe keine mehr. Ist das aber cool gemacht hier. Das ist so geil. Ist so geil. So geil. Aha. Wenn ich wissen, was jetzt passiert wäre. Also unten war ja noch alles recht harmlos. Bis auf den Geschützturm, aber... Ich denke mal, hier ist das echt fies. Oh ja. Und ich finde es cool, dass die Sachen jetzt leuchten, wenn man da drin was hat, was man braucht. Oder wenn überhaupt die Sachen leuchten, die man braucht, die man auf die Suche gesetzt hat. Das ist so krass hier einfach. Ich feiere das gerade richtig. Hier ist überall Öl, seht ihr? Ich wette mit euch, wäre ich jetzt hier durchgelaufen, wäre irgendwo Feuer hochgegangen. Oh ja. Guck mal, alles schön entzündet. Flammenwerfer, auch eine nette Sache. Werde ich mal ausprobieren. Ist das Öl jetzt weg? Ja, guck mal, hab alles sauber gemacht. Alles sauber gemacht. Ich vertraue den Pfeilen nicht. Wenn die da lang zeigen, ist das bestimmt nicht gut. Jetzt schnurstracks in die nächste Falle, ne? Was ist das? Bin ja fast ein bisschen enttäuscht. XXX. Ah! Wow. Wie mies. Da haben sie die ganzen Händler hingelockt. Ich kann es leider nicht mehr entschärfen. Ist schon zu spät. Wie geil ist es bitte? Ich find's so geil. Guck mal. Ja, die ganzen Haufen Tote. Ist das mal geil. Dass die einfach mal hier so ein Fallenlabyrinth, beziehungsweise man denkt halt, es ist super, super Preis und hier ist der super duper Preis und am Ende stirbt man. Na gut, hier ging's ja raus. Risch gut, ne? So risch gut war das. Deswegen liebe ich das Spiel so. Ich meine, es ist nicht wirklich vom Storytelling herausragend. Es hat auch keine guten Charaktere, finde ich jetzt. Die sind alle ein bisschen festgefahren in ihrer Rolle und oberflächlich, aber... Es ist halt einfach der Hammer, was man so an Sachen entdecken kann, an skurrilen Begebenheiten. Und das hier, das war jetzt für mich ein Highlight. Mal wieder. Voll gut. Aber... Oh nein. Lebt ja immer noch einer von euch sprallos. Hihihi. West Roxbury Station. Was das? Gefunden! Nein! Aha. Das Feuer ist heiß. Feuer ist heiß. Heiß. The Red Death. Ich meine, die Fleischsäcke. Das ist voll widerlich. Warum seid ihr so ekelhaft? Warum sind Supermutanten einfach nur Kacke? Gucke ich mir ein andermal an. Ich möchte jetzt echt langsam mal dahin, wo ich immer hingehe oder hingehen möchte am Anfang einer Folge. Ich lasse mich immer viel zu sehr ablenken von irgendwas. Aber so ist Fallout. Wer spielt Fallout schon so, dass man eine gerade Linie läuft? Das ist... Ganz ehrlich, wer Fallout so spielt, der spielt es irgendwie falsch. ich dachte, da liegt was. Wunderbärchen. Nee, Flammenwerfer sind schon cool irgendwie. Ich habe mir auch gesagt, alle Waffen, die ich eigentlich nicht so gerne mag, möchte ich hier mal ein bisschen mehr ausprobieren. Was ist das? Palance? War ich auch noch nicht drin, ne? Kaufhaus. Nee, Palance. Unaufhaltsame Wanderer habe ich bekommen.
Muss mal schauen, was es ist. Wahrscheinlich habe ich schon ein paar Prozent jetzt aufgedeckt der Karte, weil ich kann mir denken, dass das was damit zu tun hat. So. Kaufhaus Fallons. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gibt noch so viel zu entdecken da unten. Hier ist wahrscheinlich wieder ein Ort. Hi. Haben das Gebiet unter Kontrolle. Ah. Das ist schön, Freunde. Bereich gesichert, General. Ja. Das ehrt mich, dass ihr mich General nennt. Ich meine, ich bin der Anführer, aber General hört sich so... Das hat so einen gewissen Klang, ne? Das ist schon... Ach, geil. Also bist du nur ein Jungtier. Oh oh. Oh oh. Wow. Ach du Scheiße. Jungs, helft mir. Nein, ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Shit. Wow. Wow. Ach man, so eine Kacke. Das hat mich jetzt total zersägt. Was auch immer das war. Diese riesen Blutfliege. Hol ich mir jetzt, komm. Oh Gott, das bringt wirklich nicht viel, ne? Oh, lauf doch, Mensch! Ich brauche Hilfe! Ja, ich auch. Okay. Sie sind überall! Scheiße! Schafft mir diese Trockenheit! Ja. Oh Gott, was? Oh Gott, wie das vergiftet! Ich weiß doch... Oh Gott! Nein! Ich sehe nichts. Mein Arsch! Oha. Danke fürs Töten. Des Ghoul-Töters. Na gut, die war jetzt nicht so schön. Ach du Scheiße, diese legendären Mistviecher sind krass. Okay, Leute. Das war's für den Part. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und fürs Mitfiebern vielleicht. Gegen diese Schweinebacken von Blutrüssel-Dingern. Dreck. Naja. Auf jeden Fall freue ich mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Nächstes Mal, wenn's heißt Fallout 4. Bis dann.